Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Symphonia in der Remastered-Version für die PS4. Wir stehen hier im Tempel von Mattel. Ich glaube, das war der Name. Gott, meine Güte! Dafür, dass ich das Spiel so rauf und runter gesuchtet habe früher, kenne ich die Orte ja ziemlich gut. Schaut mal, da leuchtet was. Wow, sehen wir uns an. Sehen wir es uns an. Schaut mal, hier ist was. Vorsicht. Keine Sorge, das wird kein Problem. Wir spielen hier auf normal. Ich scanne das Ding kurz. Ach ja. Lasst mich mal in den Flur reinkommen. 1, 2 und tot. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber hey, hat funktioniert. Wow, es hat sich in einen Felsbrocken verwandelt. Naja, es war vorher auch eigentlich schon ein Felsbrocken. Huch! Oh nein. Verstehe, alles klar. Was? Wovon redet ihr beiden? Gleich wird es bestimmt. Ah, da ist es ja. Wow, da ist noch eins. Okay, machen wir es fertig und werfen es da unten. Na dann mal los. Gott, wie war denn das Timing? Das ist nicht das Timing, das ich wollte. Wir machen uns langsam. Mir geht's gut, Leute. Danke der Nachfrage, aber ich glaube, du könntest mal einen Heal gebrauchen. So, da schmuggeln wir uns dran vorbei. Den müssen wir jetzt in die Mitte schmeißen. Wir können hier halt an der Seite noch ein paar Sachen reinschmeißen, aber dafür müssen wir erstmal den Mittelgang legen. So halt. Hier halt so ziemlich überall. So hier, da, da. Und jetzt können wir hier einmal so im Kreis gehen. Nicht sterben, Leute. Ich bin gleich fertig. Weißt du was? Ich habe gute Laune. Du kriegst noch einen. Aber nur, wenn du es bist. So. Den können wir jetzt einfach vorne schieben. Oder halt darunter. Blöd halt ist halt, die spawnen halt immer erst, wenn man diese Dinger auch versenkt hat. Jetzt müssen wir jetzt hier ganz einmal runterrennen. So, hier haben wir einen Gegner. Wisst ihr was? Was bin ich hier, der Heiner? Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Gute Güte, uns schon Leute zu. Soll ich denken. Ha! Von hinten noch getroffen. Wow. So, hier haben wir ein Wundermittel. Wundermittel sind gegen Statusveränderungen halt. Gift, Paralyse und so weiter. So, nächster. Au. Habe ich die damals echt nur mit Demon Fang besiegt? Weil wir sollten mehr mit Sonic Thrust spielen. Sonic Thrust, haut den Gegner nämlich so ein bisschen zurück, wenn der gerade sich gerade nicht verteidigt. Das ist jetzt zwar nicht so stark, aber es haut Gegner aus seiner Verteidigung raus. Oder war das Super Sonic Cross? Ich glaube, das war Super Sonic Cross. Alter Schwede, ich bin so rusty. Man könnte meinen, ich wäre ein Anfänger. Danke fürs Wasser des Lebens. Tschüss, man sitzt sich.
Und der nächste. Ist auch gleichzeitig der letzte. Ja, das ist das war Sonic Thrust hier. Oh, ich sollte vielleicht noch die Taste drücken. Und bumm. Da ist er auch schon unten. Oh, wir brauchen tatsächlich zwei. Ja, dann suchen wir uns doch noch einen von denen. Ich glaube, ich muss Lloyd gleich wieder heilen, ne? Ach, die Verantwortung eines Heilers. Lloyd, nicht sterben. Ich bin gleich fertig. Braver Lloyd. Weißt du was? Kriegst noch einen. Ich stehe hier gerade so gut. Na, wenigstens steht das schon passend. Wir hätten den, glaube ich, auch gleich da reinschmeißen können, wenn wir das obere Loch genommen hätten, aber ist ja eigentlich gehopst wie gesprungen. Tada! Ist das der Mana-Ring? Ich habe schon davon gehört. Er ist ein heiliges Artefakt der Kirche von Martell. Damit sollten wir die meisten Fallen und Hindernisse überwinden können. Wow, lasst mich mal versuchen. Okay, Lloyd. Du bist so kindisch. Den Mana-Ring gefunden. Verwende den Mana-Ring, indem du Viereck drückst. Können wir so Piu machen. Je nachdem, in was für ein Dungeon unterwegs sind, kann man den auch verändern. So halt viele Rätsel bestehen halt darin, dass wir den in eine bestimmte andere Fähigkeit, die es da in dem Dungeon gibt, ändern müssen. Wir können damit auch Monster einfrieren, wenn wir sie treffen, heißt das. So halt. Piu! Oh, wir waren ziemlich nah genug dran. Also zeigen darf ich hier halt auch nichts mehr. Ist doch immer dasselbe, wenn wir mal was zeigen. Ja, in dazwischen. Seid ihr in Ordnung? Yeah, aber warum sind hier so viele Monster? Sie sind ein Teil der Prüfung für die Auserwählte. Wusstest du das nicht, als du dich hier angeschlossen hast? Natürlich wusste ich das. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass ihr leiden müsst. Mach dir darüber keine Sorgen. Schließlich soll die Welt in Frieden leben können. Zwergenregel Nummer 1. Richtig. Du sollst das noch nicht immer erwähnen. So, jetzt aber. Piu. Ich hasse diese Typen. Wisst ihr was? Ihr kriegt Prügel. Weil ihr es verdient zu leiden. Ihr habt genug Sorgen gemacht. So. Manchmal müssen wir ihn auf die Fresse kriegen. Nur so lernen die das. So geht das. Dann sind die für eine Weile gelähmt. Leider ist das ziemlich clunky, weil man halt erstmal eine Sekunde braucht, bis man das überhaupt los hat. Und man muss halt auch in die Richtung stehen. Der Charakter dreht sich nicht in die richtige Richtung. Man muss mal ein bisschen Abstand. Ja. Okay, noch 10-mal Demon Fang. Man braucht, um halt die Level-2-Technik, also es ist nicht bei allen so, dass es eine Level-2-Technik gibt, aber halt für gewöhnlich zählt die Faustregel 50-mal einsetzen, damit man das nächste lernen kann. Also, da haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Es ist versiegelt. Der Mana-Ring kann das Siegel sicher öffnen. Okay, lasst mich nur machen. Kapu. Kapu? Wollt schon sagen. Oh, mehr kann der Mana-Ring nicht?
Warum wird dir immer das alles so schnell langweilig? Da mal hoch da. This appears to be the top floor. Yes, that's the altar. Then that shining thing there must be the Crucius crystal. That's right. They say I was born with that in my hand. Look at that light! What is that? An angel, I would assume. So, is that Colette's real father? I am Remiel. I am an angel of judgment. The time has come to awaken the goddess Martell, who sleeps at the center of the world. Awaken the goddess Martell. It's just like the legend Rain told us about. From this moment, Colette becomes the chosen of regeneration. We of Crucius bless this event, and hereby bestow the Tower of Salvation upon Silverant. Silverant ist die Welt hier, ne? So that's the Tower of Salvation. Now the world will be saved! Colette, the chosen of regeneration. Ich kann die Textbox nicht weiter drücken. I humbly accept this task. Very good. We of Crucius shall grant you the power of the angels with each seal you unlock. Once you are reborn as an angel, this eroded world shall be regenerated. Thank you. I swear on my life I will regenerate the world. First, head south to the Seal of Fire. Offer your prayers in that distant land. Yes, Lord Remiel. Oh, wait! Please wait! I have a question I wish to ask of you. Are you really my First, head to the Seal of Fire. Understood, my beloved daughter Colette? Father! So you really are my true father? We shall meet again at the next seal, my daughter. Ich kann nicht glauben, dass Remy mein Vater ist. Ist schon okay. Ich war nur etwas überrascht. Sonst nichts. Das war also das Orakel. Ich wünschte, Rain hätte es auch gesehen. Ich will nicht behaupten, ich will noch mit dir reden. Colette muss sich nun auf eine lange Reise gehen, um die Siegel zu brechen. Da gibt's nämlich halt auch noch Punkte, wenn man mit denen spricht. Du hast das Orakel erhalten. Gehen wir, Auserwählte. Ja. Wir gehen schon vor. Vielen Dank, ihr zwei. Bitte komm später bei mir vorbei. Sie ist gegangen. Das Gerücht war wahr. Welches Gerücht? Dass Colette die Tochter eines Engels ist und nicht wirklich mit ihrem Vater verwandt ist.
Auch wenn man nicht blutsverwandt ist, Familie ist Familie. Das ist jedenfalls meine Meinung. Tut mir leid. Hey, mach doch nichts. Oh, ist auch Witz. Laufen wir als Genie. Oh, ich will nicht als Genie spielen, das ist doch mega langweilig. Oh. Wir können aber als Genie rumlaufen, das können wir machen. Weil das Ding bei Genies ist halt, man steht halt die ganze Zeit in der Ecke rum und macht irgendwelche Zauber. Mega öde. Wundervoll! Professor? Was? Was macht ihr zwei denn hier? Ihr solltet doch in der Schule bleiben und lernen. Huch. Oh-oh. Rain, tut mir leid. Du kommst auch noch dran, Lloyd. Fertig? Nein! Hey, stopp! Au! So, ihr zwei. Wenn ihr eure Lektion gelernt habt, geht nach Hause. Die Schule ist für heute aus. Und was machst du? Phaedra hat mir erlaubt, diesen Tempel noch etwas zu untersuchen. Gewöhnliche Bürger haben nicht oft die Chance, diesen Ort zu betreten. Na dann schnell weg, bevor wir noch mehr prügeln. Was war denn das? Das willst du lieber nicht wissen. Dann machten wir mal den Verduft die Kartus und hauen ab. Der Tempel hat uns genug Leid zugefügt. Was wird Colette jetzt wohl machen? Der Engel hat ihr befohlen, die Siegel zu brechen. Dann wird sie zu einem Engel. Also wird Colette das Dorf verlassen? Das ist korrekt. Das wird sie dann wohl tun. Hua. Habt ihr gesehen, wie ich da durchgespurtet bin? Ach. Wir können mal kurz speichern. Was mir aber gefällt, ist, dass das Speichern so flott geht. Guten Tag. Then we shall entrust the protection of the chosen to Kratos and Rain. I have no objections. Thank you so much for your help earlier. Oh, you're back. Thank you for your assistance earlier. Please accept this small thanks. Danke fürs Album. Thank you. Thanks, Phaedra. Say, were you talking about the world regeneration journey just now? Yes. Wow! I want to go too! I want to see Colette regenerate the world! If Rain is going, I want to go too! No. You'll get in the way. What? The battles at the chapel were nothing compared to the journey that awaits us. Children need to stay home. Kratos is absolutely right. Now then, we still have things to discuss. You two should go on home. Yeah. Please wait. I'm sorry. It's not like it's your fault. Oh yeah. I'm sorry. Listen. Never mind. Oh yeah. Happy birthday, Colette. I baked you some cookies. If I knew you'd be leaving tomorrow, I would have made something a little more special, but... No, no, I love your cookies. Thank you very much. So what about you, Lloyd? You promised to make her a necklace, right? Don't tell me you forgot. It's almost done. I'll give it to you tomorrow before you leave. I swear. Really? I'm so happy. As soon as I find out when we're leaving, I'll go to your house to let you know. Isn't it going to be dangerous? I'm the Chosen, remember? I'll be fine. See you later, then. Liar. If I start on it now, I'll finish it in time. Oh, really? Well, whatever.
By the way, you're going home now, right? Can I go part of the way with you? Sure, but where are you going to go? I'm going to see a friend. Huh? I didn't know you had friends outside the village besides me. Does it matter? Anyway, can we swing by my house so I can get my stuff? Okay, ab zu Genus. Dann gehen wir mal zu Genus. Der wohnt nämlich, lass mich aus dem Weg, Kind. Diese Leute sind mir alle im Weg. Dieser Mann Kratos macht mich echt stinkwütend. Bist du immer noch sauer, weil er meint, du seist nur im Weg? Ich weiß, er ist stark und so. Ich glaube, ich wäre auch wütend, wenn jemand die einzige Qualität, die ich besitze, herabsetzt. Hey, was meinst du mit die einzige? Da wären wir schon. Also bitte, hier ist dein Haus. Ich weiß ja nicht, was du willst, aber beeil dich. Es dauert nicht lang. Komm kurz mit rein. Mal sehen, hier sollten ein paar Zutaten für Sandwiches sein. Als du gesagt hast, du willst dich fertig machen, meintest du das Einpacken von Zutaten? Warum hältst du dich mit sowas auf? Du solltest dich nicht übers Kochen lustig machen, Lloyd. Wir sind keine Heiler, also müssen wir essen, um bei Kräften zu bleiben. Ja, du hast recht. Apfelgele sind schließlich nicht billig. Ja, wir haben schon ganz schön welche durchgezogen. Genau, kochen ist wichtig. Wir wissen, wie man kocht. Dankeschön. Es gibt in so ziemlich jeder Stadt gibt es sogenannte Wunderküche, mit denen wir weitere Rezepte lernen können. Ist hier das Buch? Mann, diese Bücher sehen ganz schön kompliziert aus. Liest Professor Rain immer solche Sachen? Das sind meine Leute. Das sind Rains alte Bücher, aber sie sind so interessant, dass ich sie alle lesen musste. Ja, der Junge hat auch nichts besser zu tun. Meistens erkennt man die dadurch, dass sie halt ziemlich auffällig sind. Oh, ich will keine Erläuterung zum Kochen. Dann verduften wir mal. Lloyd, unternimm was gegen dieses Ding. Was? Dein Haustier, dieses Vieh. Neusch. Hey, wie oft muss ich es dir noch sagen, dass du nicht ins Dorf kommen sollst? Hey, er bringt dich doch immer her ins Dorf. Schrei nicht so an. Ach übrigens, Lloyd, der Bürgermeister hat mich gebeten, dich an etwas zu fragen. Der Bürgermeister? Was denn? Es geht um den Nordwestwald, durch den du kommst. Du weißt ja, dass auf dem Weg eine Menschenfarm liegt, nicht wahr? Du hast nicht in der Nähe der Farm gespielt, oder? Natürlich nicht. Stimmt's, Genus? Nein, natürlich nicht. Wirklich? Na, dann ist es ja okay, aber dieses komische Tier. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Neusch ist ein Hund. Entschuldige. Er sieht halt einfach nicht wie ein Hund aus. Passt jedenfalls auf, dass er sich auch von der Menschenfarm fernhält. Wir können doch jetzt gehen, oder? Komm, Lloyd. Seid vorsichtig, ihr zwei. Ja, keine Sorge. Bis morgen. Abmaß, Neusch. Übrigens, Neusch, warum wolltest du denn eigentlich ins Dorf? Er hat bestimmt nach dir gesucht. Meinst du? Eigentlich, wenn man es richtig aussprechen würde, würde er nie scheißen und nicht Neusch. Allerdings sprechen die Synchrosprecher das auch Neusch aus und daher gehe ich da mal damit. Ach ja, stimmt ja, Neusch. Neusch mag diesen Ort nicht. Manchmal ist es ja schwierig, einen Punkt von einem Komma zu unterscheiden. Er mag keine Orte wie diesen, an dem es viele Monster gibt. Obwohl man nur selten welche sieht, die größer sind als er. Oh nein, er ist wieder weggelaufen. Na schön, mach was du willst, Neusch. Ich denke mal, wenn er schon wegläuft, dann sollte er uns wenigstens mitnehmen. Na, wir werden verfolgt. Hilfe! Schön, dass man nicht direkt vor den Truhen stehen muss, um sie zu öffnen.
Man kann sie einfach hier an der Seite aufmachen. Natürlich die. Es ist nur ein Hase, wie schlimm kann es sein? Sag ich doch. Ich kämpfe jeden Tag mit Kaninchen, da kenne ich mich aus. Ich hau zwar nicht mit Schwertern auf ihn, aber es werden verbale Auseinandersetzungen geführt, die halt witzigerweise die Kaninchen auch immer gewinnen. Hier wollte ich hin. In die Menschenfarben der Designs? Verletzt es nicht den Nicht-Angriffspakt, wenn wir dorthin gehen? Die Designs haben den Tempel bereits angegriffen. Nun ja, ich denke, das trifft zu, aber... Ich weiß, ich sollte es nicht tun. Aber es gibt da jemanden, dem ich etwas über das Orakel erzählen möchte. In Ordnung, aber ich mache mir Sorgen, wenn du allein unterwegs bist. Ich werde dich also begleiten. Wir können ja mal speichern. Wer ist denn dieser Freund, den du sehen willst? Ist es der, dem du auch dein Pausenbrot gibst? Was? Du weißt davon? Ich habe gesehen, wie du Essen in deiner Schultasche versteckt hast. Ja, sie hat nie etwas zu essen und das macht mir zu schaffen. Das ist echt cool, Genius. Es ist sehr nett, dass du das bisschen, was du hast, teilst. Ach, das ist keine große Sache. Sei doch nicht so bescheiden. Ich bin mir sicher, der Hund ist dir echt dankbar. Wie? Oh, Hund? Sie ist kein Hund, sie ist ein Mensch. Oh, wirklich? Ich habe die ganze Zeit gedacht, du würdest einen Hund vor Professor Rain verstecken. Mal gucken, ob sie den Bug hier behoben haben. Da bin ich ja mal gespannt, ob sie den endlich gefixt haben. Hey, stop slacking off, swine. Seht ihr diese grüne Linie bei ihrem Haar? Das ist ein Shader-Fehler. In der GameCube-Version hatten die alle so schwarze Konturen, die Charaktere. Und hier hat man den wahrscheinlich einfach ausgeblendet, weil man den nicht mehr braucht. Der Typ da, nee, geht's auch mal weiter. Genius, is that your friend? Yeah, I'm Lloyd. I am pleased to meet you. Marble, did you see it? There was an oracle. Yes, I did. I saw the Tower of Salvation. Now the Chosen's journey of regeneration can finally begin. I hope it is successful this time. The last Chosen failed, right? Yes, I heard the Chosen was killed by Desaians during the journey. I wonder if Colette will be all right. Let us pray to Martell. May she guide the Chosen on a safe journey. Huh? Hey, Grams. Her name's Marble. Marble, isn't that an X-Sphere? Oh. Is that what this is called? They placed it on me shortly after I came here. Yeah, that's definitely an X-Sphere, but there's no key crest on it. An X-Sphere without a key crest is dangerous. What's a key crest? And how is it dangerous? Attaching an X-Sphere directly to your skin supposedly makes you sick. But ironically, it's useless unless you attach it directly onto the skin. So, in order to prevent it from making you sick, you carve a spell into a special ore and use that as a mount for the X-Sphere. That's the key crest. You're very knowledgeable. But it looks like Marble's X-Sphere doesn't have a mount at all. Nope, doesn't look like it. If the charm was the only thing needed, I could carve one myself, but there's nothing I can do without the inhibitor ore that acts as the mount. There has to be something you can do, Lloyd. It's not as easy as you think. Key crests are dwarven technology. Your dad's a dwarf. Please ask him for help, Lloyd. Das sieht irgendwie so aus, als könnte es hier noch eine dritte Option geben, aber es gibt nur die zwei. Okay, machen wir. Fine, fine. I'll ask him. Wenn's dich glücklich macht. All right. That's why I like you, Lloyd.
Please, don't trouble yourself. Hey, old hag! What the hell are you doing over there? Oh, no. The Desians. Run away, you two. Hurry. Okay. Okay. I'm sorry. Don't worry. Just go. I'm sorry, Marble. What are you doing over here? Who said you could slack off? Get back to work. I'm sorry. What's with that look, huh? Looks like someone's got an attitude problem. No, of course not. I... Shut up! You two, take her to the back! We're gonna give her a little lesson on respect. Yeah. Der eine spricht halt für zwei. Die sind sich da absolut einig. Oh, this doesn't look good. They're taking her to the back. But what can we do? There's gotta be something we can do. Let's find higher ground where we can see what's going on in there. Dann spurten wir mal hier hin. Hier sollte das kein Problem sein, hochzukommen. It looks like we can go up from here. Was ist die Aktionstaste? Die unten rechts angezeigte Information zeigt an, welche Aktion durchgeführt werden kann. Nämlich einfach, hua, wir springen. Eigentlich ist es mehr so ein Abheben. So als Springen kann man das nicht wirklich nennen. Es ist wirklich eher ein Abheben. So, von hier haben wir doch einen guten Blick. Ach, wie schön die Peitschen einfach in der Luft einfrieren. Das war schon immer so, aber gleich kommt eine Stelle, wo es in der GameCube-Version einen Bug gab, wo ihr in die falsche Richtung gerannt sind. Mal gucken, ob es das immer noch ist. We've gotta save her. But how? You attack the Desians from here with magic. What? Aren't we gonna get in trouble? We don't have a choice. Afterwards, hide among the bushes and make your way back to the village. I'll act as the decoy. But that'll put you in danger. Don't worry. I'll head down the cliff so they don't see my face. Then I'll run in the opposite direction from the village. Okay. You should replenish your energy before we do this. I've got some leftover cookies from the ones I gave to Colette. Here, have some. Dankeschön. What the? There he is! Stop him! Open the main gate! Are you all right, Marble? Quickly, come this way! Genus, Lloyd, thank you. Ich bin gespannt. Ja, sie haben es gefixt. Die Designs, die sind manchmal in die falsche Richtung gelaufen. Sah sehr witzig aus. Und die, die gerade in der Szene vor dem Tor waren, haben sich auch manchmal einfach umgedreht. What was that? Uh-oh. You little brat! Let's go up. Ow. Ow, ow. Ow. Wie schön, dass ich einfach draufhauen kann. No. Wir haben es doch nicht, fast gar nicht drauf. Ach, da haben wir das. Warum haben wir das da? So, hier ist viel besser. So. Oh, das gab tatsächlich Minusgrade. I'm sorry, it's all my fault! Don't worry about it. But... I took out the ones that saw my face, and the rest of them are still back up on the cliff. As long as we hurry up and get out of here, they'll never know. Oh, okay. Just do my homework for me, okay? Okay. All right then. I'm gonna head on home. You should head back to the village. Lloyd, thanks for helping Marble.
Hey, that's what friends are for, right? Analyze the data from the gate surveillance system. Yes, sir! How did a mere human make that kind of jump? Indem ein Supermensch ist. So, wir haben die Ausrüstung von Genius bekommen. Die brauchen wir ja gerade nicht. Ein bisschen zusätzliche Verteidigung kann uns jedenfalls nicht schaden. Wow. Noch ein Apfelgel. Aber ich hätte gerne noch die Truhe, die da oben ist. Die dieses Vieh bewacht. Kommen wir natürlich nicht dran vorbei, ne? Treffen wir nicht. Wir haben die Akkuratresse einer, keine Ahnung. Wir haben jedenfalls kein Zielwasser getrunken. Ja, das war einmal der. Und das war der. Alleine kämpfen ist immer so ein bisschen schwieriger, finde ich. Nehmen wir uns kurz die Truhe. Witzigerweise, hier an der Seite ist halt gar nichts mehr. Könnte man meinen, da ist auch ein Weg. Aber nö. Ein paar Lederhandschuhe. Können wir uns ausrüstungstechnisch noch ein bisschen weiter ausrüsten. Ah. Natürlich, ich renne voll in den Angriff rein. Das ist so typisch für mich. Gut, dass wir kochen können. Und jeden Gegner nehme ich auch mit. Oh, ich wollte sagen, wir haben gleich einen Kraftschub. Dass man einen Kraftschub kriegt, sieht man halt immer da, dass das Porträt so anfängt zu leuchten. Während eines Kraftschubs strugglen wir nicht. Also wenn wir getroffen werden, dann schrecken wir nicht zurück. Und wir machen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden. Irgendwie sowas. Und wir brauchen das halt später für die Mystic Arts. Aber so im Moment brauchen wir es halt nicht. Ah, das war hier. So halt an solchen Situationen ist halt Semi-Auto immer geiler. Oder halt Semi-Manuell. Wenn man halt sich automatisch in die richtige Richtung dreht. Wir sind jetzt zum Beispiel getroffen worden, weil ich mich in die richtige Richtung drehen musste. So manchmal steht man dann halt so leicht falsch, dass man nicht mehr trifft. Und dann wird man eben noch getroffen. Sag mal, Neusch, bilde ich mir das nur ein oder bist du nervös, seit wir das Heiligtum verlassen haben? Was ist los? Du Hirni. Wie, was? Ich habe absolut keine Ahnung, was du mir sagen willst. Schade, dass du nicht sprechen kannst. Langsam habe ich genug von diesen Hundegeräuschen. Dirks Haus. Ich bin wieder da, Mama. Oh, er hat sogar seinen eigenen Stall, wie schön. Welcome back. Hi, Dad. Say, is there any chance you could make me a key crest? Why do you need a key crest all of a sudden? I met someone today who has an X-Sphere without a key crest. An X-Sphere without a key crest is bad for you, right? Or wait, don't tell me that it's too late once you've attached an X-Sphere without a key crest to your body. Nah, not at all. But even removing an X-Sphere that lacks a key crest is dangerous. So, the only thing to do is make an accessory out of inhibitor ore and carve the charm into that, making it into the key crest instead. Huh. And then it'll be okay, huh? Then could you make me a bracelet as soon as possible? Just a minute. The X-Sphere with no key crest that you're talking about. Who has it? Huh? A traveler? A traveling mercenary. Baloney.
X-spheres are basically only used by Desaians. If he took one from a Desaian, it should already have a key crest on it. Well? Dwarven vow number 11. Lying is the first step to the path of thievery. Tell me the truth. Why do you need a key crest? I met someone at the ranch today who had an X-sphere equipped without a key crest. You went to the ranch? I'm sorry. A bunch of stuff happened and... You didn't let the design see your X-sphere, did you? No. Don't worry, I made sure. But why is it so important to hide this thing? The mercenary that came to the village today wore his right out in the open. Your X-sphere is special. Special? Is it different from the ones the Desaians have equipped? That X-sphere is your mother's keepsake. The Desaians killed your mother in order to take it from her. They did? I told you about how I found you at the cliff near the ranch, right? Your mother was still conscious at that time, so she explained everything. There's no doubt about it. Why didn't you ever tell me? If I had, you'd have run out and tried to take revenge on the Desaians. The Tower of Salvation appeared today. Just leave the rest to Colette. Better take care of the Desaians, too. But still... Don't get involved with the Desaians. Your mother protected you and that X-sphere with her life. Don't go throwing either away. So will you make me the key crest? Boy, have you been listening at all? Yeah, I heard you. But you can't expect me not to do anything now that I know. You don't have to hit me! Was hat er denn gerade für komische Kopfzuckungen gehabt? Oh, let me guess. You heard that just now? I'm sorry. Because of me, you... It's okay. It's not your fault. Lloyd, you should go speak to Colette. We'll wait here. Okay. Lloyd, let's go up to the terrace. Ganz kurz. Just a minute. Okay, I'll be waiting on the bench. Müssen noch ein paar Punkte einsammeln. Hi. Wessen Grabstein ist das? Ah, du hast davon gehört, stimmt's? Er gehört meiner Mutter. Anna, hm? Lebt dein Vater noch? Ich weiß nicht, aber Dirk ist mein Vater. Natürlich, wie taktlos von mir. Entschuldige. Gut, das hätten wir für Kümmert Kulett reden. Bist du soweit? Jupp. I'm sorry for not finishing your birthday present in time. It's okay. Don't worry about that. But this sort of thing is special because you get it on your birthday, you know? Well then, will you just wish me happy birthday? Of course. Happy birthday. Thanks. I'm glad I was able to live to this day. What are you talking about? You're going to keep on living and regenerate the world. Yeah. So, about tomorrow, I can't come along with you, can I? Well, it's just that the Desaians will be after us, and it's gonna be a dangerous journey. Desaians. Up till now, I always thought my mom died in an accident. But she was murdered by Desaians. Now that I know the truth, there's no way that I could keep living in a village that has a treaty with them. Yeah. We're leaving tomorrow at noon. So would you come to the village around then? Okay. You got it. Now I'll be able to see you become an angel with my own eyes. Yeah. So Lord Remiel really is my father. I'm the child of an angel. Does it matter? Regardless of who your real father is, you're still you. Nothing's... Oh, Entschuldigung. Just have two fathers. Just think of yourself as being lucky for having more than most people do. I suppose you're right. World regeneration, huh? It's kind of exciting. Yeah. Releasing the seals, becoming an angel? Then finally... Finally? Nothing. Anyway, if we go to the Seal of Fire,
I'll get to see my father again. I'm going to do my best. Yeah, me too. Are you ready to go? Yes, I'm coming. See you later, Lloyd. Yeah, see you tomorrow. Yeah. Goodbye. All right, time to make that present. Fertig. Okay, dann werde ich mal besser mit Paps reden. Da ist ein Speicherpunkt. Den werde ich mir gleich mal vorknöpfen. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, dass wir an der Stelle hier eine Folgenpause einlegen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.